Heute geht's um Ecki, der ganz merkwürdig aussieht. Eine Monsterkatze, die gerade gemalt wird. Ein Sonnenbad auf der Wolke. Emmy und ihr Pony Trixie. Frische Milch aus dem Euter. Um eine etwas dusselige Kuh. Und um den Elefanten. Das ist der Ecki. Was hat er denn da? Sieht aus wie ein Rasierapparat. Klar, Ecki rasiert sich morgens das Gesicht. Da wachsen nämlich Bartstoppeln, die kratzen. Außerdem würde aus dem Bartstoppeln ein Bart wachsen. Wie das wohl aussehe, wenn Ecki aufhören würde, sich zu rasieren und ihm ein Bart wachsen würde. Der Ecki hat gesagt, er probiert das mal für uns aus. Ab jetzt rasiert er sich nicht mehr. Dafür baut er einen Fotoapparat auf und stellt ihn ein. Dann setzt er sich davor. Er will nämlich jeden Tag ein Foto von sich machen, um zu gucken, wie der Bart wächst. Klick, erster Tag. Am zweiten Tag sieht Ecki so aus. Fünfter Tag ohne Rasieren. Zehnter Tag ohne Rasieren. Zwölfter Tag ohne Rasieren. 20. Tag ohne Rasieren. 30. Tag ohne Rasieren. 40. Tag ohne Rasieren. 50. Tag ohne Rasieren. Und alle Bartwuchsfotos schnell hintereinander sehen, huch, so aus. Ziemlich ulkig. Klar, da wächst ja nicht nur der Bart. Ecki guckt auch auf jedem Foto anders und hat eine andere Frisur. Egal, gleich nochmal. Und zwar ein bisschen schneller. Und jetzt mal nah rangehen. Dann kann man besser drauf achten, wie die Bartstoppeln wachsen, weil man nicht so abgelenkt ist. Gleich nochmal, ein bisschen schneller. Und weil es so lustig aussieht, nochmal von vorn. Na, so ein Bart scheint ganz schön zu kratzen. Ecki wäre den Bart wohl gerne wieder los? Tja, da hilft nur abrasieren. Also dann ordentlich Rasierschaum ins Gesicht und ein bisschen Hilfe. Das war natürlich getrickst. In echt musste Ecki sich rasieren und rasieren. Das dauert, bis nichts mehr kratzt. Aber dann fühlt es sich unheimlich gut an. Thank you.
Das ist Emmy mit ihrem Pony Trixie. Trixie muss dringend mal sauber gemacht werden. Und zwar mit Striegel und Bürste und Kamm und Hufkratzer. Auf geht's. Als erstes nimmt Emmy den Striegel. Der ist aus Gummi und hat lauter Noppen dran. Mit dem Striegel lockert Emmy das Fell von Trixie auf. Dabei wird auch der Dreck gelockert, der im Fell steckt. Weiter geht's mit der Bürste. Mit der Bürste kriegt Emmy dann den gelockerten Dreck leichter raus. Bürsten mag Trixie besonders gerne. Jetzt ist der Hufkratzer dran. Emmy versucht, ein Bein von Trixie anzuheben. Das andere? Nee. Ah, jetzt. Im Huf kleben Dreck und Steinchen. Das muss alles rausgekratzt werden. Aber keine Sorge, das tut Trixie nicht weh. Einen dicken Stein holt Emmy mit dem Finger raus und fertig. Trixie ist sehr brav und hält schön still. Damit ihre Hufe keine Risse bekommen, schmiert Emmy Fett darauf. Das ist ziemlich mühsam, bis alle Hufe eingefettet sind. Aber danach glänzen sie richtig schön. Zum Schluss kommt noch der Kamm zum Einsatz. Das macht Emmy am liebsten. Kämmen. Die Mähne vorne lässt sich ganz leicht durchkämmen. Die Mähne am Hals aber ist ganz schön zerzaust. Da muss ich Emmy richtig anstrengen. Trixie ist wirklich ein geduldiges Pony. Und den Pferdeschwanz darf man auch nicht vergessen. So, fertig. Das hat Emmy richtig gut gemacht. Du fängst an? Ja. Ich fange an. Okay. Nanu, was wird das denn? Eine Mütze? Oder ein Reiterhelm? Ein Köpfchen mit zwei Ohren. Und eine rote Nase. Maul. Und ein Auge. Mal ihm doch mal ein paar Schuhe. Ja, genau die.
Rattelschwanz. Prima. Klasse. Der sieht lustig aus. Vielleicht irgendwas, worauf er stehen kann? Was für ein Tier? Klar, eine Kuh. Wir sind nämlich im Kuhstall von Bauer Görne. Hier warten die Kuhdamen darauf, dass sie gemolken werden. Kühe sind übrigens ziemlich neugierig. Und sie haben ein Euter unter dem Bauch. Das ist jetzt prall gefüllt mit Milch. Boah, ist das dick! Bestimmt ist sie froh, dass sie bald gemolken wird. Die Kühe kennen den Weg in die Melkanlage schon von alleine. Sie wissen auch genau, wie herum sie sich da reinstellen sollen. Sie machen es ja schließlich auch zweimal am Tag. Ja, zweimal täglich werden sie hier gemolken. Einmal morgens und einmal abends. Bei all den prallen Eutern kommt da ganz schön viel Milch zusammen. Aber wie viel eigentlich? Wie viel Milch gibt eine einzelne Kuh am Tag? Herr Görne schließt diesen durchsichtigen Behälter an die Melkmaschine an, damit man mal was sehen kann. Also jetzt. Er nimmt die Kuh Linda für das Experiment. Komm her, ganz ruhig. Erst wischt er Lindas Zitzen ab, damit kein Stroh in die Milch gelangt. Dann kontrolliert er, ob die Milch auch kommt und wie sie aussieht. So, ist das sogenannte Vormelken, Sichtkontrolle der Milch. Jetzt noch den Deckel drauf und dann wird das Melkgeschirr bei Linda angeschlossen. Flupp, flupp, flupp und flupp. So wie sonst die Kälbchen an den Zitzen saugen, saugt jetzt die Melkmaschine daran. Und die Milch läuft durch die Leitung in den Eimer. Fertig. Das Euter ist leer und das Melkgeschirr wird abgenommen. Herr Görne nimmt den Behälter und bringt ihn zu der Milch, die Linda heute Morgen gegeben hat. Die Kühe sind fertig und warten, bis sich der Melkstand automatisch öffnet. Dann spazieren sie wieder zurück in den Stall.
Der Görne füllt jetzt die ganze Milch, die Linda heute gegeben hat, in Flaschen. Die vom Morgen und die vom Abend zusammen. Das ist ganz schön viel. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27 Flaschen. Also 27 Liter Milch. Super, Linda. So, extra Leckerchen. Ah. Hey, lass mal den Finger dran. Eine Kuh wie Linda gibt am Tag also viel mehr Milch ab, als du alleine trinken kannst. Auch wenn du so gerne Milch trinkst wie Jua. Also, du müsstest das doch wissen. Also, wie macht die Kuh? Quack, 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 quack. Also wirklich, so macht doch der Frosch. Jetzt streng dich aber mal an. Wie macht die Kuh? Tut mir leid, aber es ist schon wieder verkehrt. So macht doch nicht die Kuh, so macht das Huhn. Yeah.
Zum Schluss habe ich heute noch einen Zaubertrick für euch. Und für die Tanja. Tanja! Ja? Guck mal, ein Zauberstab. Mhm, kenne ich. Ein Zauberer und ein Zaubertrick. Okay. Gut aufgepasst. Ich lasse den Zauberstab jetzt schweben. Tada! Na, das ist aber jetzt kein guter Trick, weil du klemmst dir den Zauberstab mit deinem Daumen so fest. Achtung, das mache ich nämlich nicht. Wow, der kann ja wirklich schweben. Klar. Wie ist denn das jetzt gemacht? Verraten Zauberer nicht. Doch, mir schon. Und den Zuschauern auch, oder? Ja. Okay. Zack. Für euch und für dich mache ich heute mal eine Ausnahme. Du hattest schon ganz recht, dass ich am Anfang zumindest den Zauberstab mit meinem Daumen festhalte. Mhm. Aber wenn ich den Daumen wegnehme, hält der andere Daumen den Zauberstab einfach fest. Das ist ein super Trick. Tada! Ich kann aber wirklich zaubern mit dem Zauberstab. Aha. Mhm. Wie denn? Pass mal auf. Hokus pokus, tschüssikus. Tschüss! Oh. Wunderschön, dein Freund der Elefant hilft dir, sie zu verstehen. Die Welt ist elefantastisch, sie ist wunderschön, bunt wie eine Tüte Bonbons. Lass uns auf die Reise gehen, mach mal deine Augen auf, es gibt so viel zu sehen. Voll in jede Pfütze rein, erst dann kann's weitergehen. Steck mal deinen Rüssel ganz tief in die Schüssel rein. Mit Soße sein. Die Welt ist elefantastisch, sie ist wunderschön. Mein Freund, der Elefant hilft dir, sie zu verstehen. Die Welt ist elefantastisch, sie ist wunderschön. Bunt wie eine Tüte Bonbons, lass uns auf die Reise gehen. Die Welt ist elefantastisch, sie ist wunderschön. Und wenn du morgen aufstehst, gibt's ein...